typisch deutsch ist für mich die Einstellung, alles möglichst richtig machen zu wollen und nicht abweichen zu können, wenn man einen festen Plan hat. Offen, freundlich, intelligent, lustig nicht. Sehr genau, bürokratisch, sind das so die Begriffe, die mir dazu einfallen würden. Ordnungsliebe, Pünktlichkeit vielleicht. Pünktlichkeit schon mal nicht, obwohl es alle denken. Dieser typisch deutsche Begriff existiert für mich nicht mehr. Ich hab kein Bild mehr eines typischen Deutschen. Ich glaube, typisch deutsch ist eher so ein Konstrukt, das alles so im Kopf für sich hat. Fleißige, pünktlich sein, diese typischen deutschen Tugenden sozusagen. Ich glaube, das ist schon typisch deutsch. Sehr kopflastig bin. Ich provozieren und trotzdem lachen kann. Meine Physis, mein Aussehen, die Haare, die Augen und so weiter. Typisch Deutsche sagen mir, was soll ich sagen, manchmal denke ich, ich bin ein Klugscheißer. Typisch Deutsch an mir, natürlich Fußball-Bundesliga-Anhänger, Bierkult. Ich das Bier trinke, was zu diesem... Bier trinken? Ich bin fleißig bin oder versuche zu sein. Ja, Probleme an der Tür hast du immer, aber wenn du jetzt mehrere Leute kennst, dann kommst du hier rein, dann ist es schon einfacher. Nein. Ich bin der geliebteste Gast in Deutschland, der schwarzköpfige Türke. Soweit kann ich jetzt sagen, also ich glaube nicht, eigentlich nicht. Das ist auch ein schwieriger Begriff. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn Leitkultur bedeutet, mit den Migranten an der Leine Gassi zu gehen, dann bin ich absolut dagegen. Deutsche Leitkultur, was bedeutet denn Leitkultur? Mein Deutsch ist vielleicht nicht so perfekt, ich bin im falschen Kreis noch. Der Nachbar hat nicht bei mir geklingelt und gefragt, was bedeutet deutsche Leitkultur. Ich fühle mich hier in München zum Beispiel sehr wohl. In München? In Minger? München ist sicher. München ist ein guter Wirtschaftsstandort. Das ist das beste Bier, Augustiner gibt's hier, Paulaner gibt's hier, weißt, in Türkei gibt's Neufest. Also ich versuche ja immer noch Lokalpatriotismus zu vertreten und dazu gehört natürlich ein fester Glaube an die Rückkehr ins Rheinland. Auf jeden Fall. Deutschland ist meine Heimat und ich bin hier aufgewachsen, ich finde es hier super. Heimat ist da, wo man mich liebt und wo ich satt werde. Meine Heimat, würde ich sagen, ist hier in München. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen engen Draht zu meiner Familie. Dass wir auf jeden Fall den kürzeren Geduldsfaden haben. Bei einigen meiner Freunde auch an beiden Seiten brennend. Warmherzigkeit, dass man warm zueinander ist. Also man ladet die Nachbarn ein, man lebt ein bisschen mehr. Ja, das ist typisch für mich. Aber ich zähle jetzt die Positiven auf, weil die Negativen lesen wir jeden Tag in der Bild. Da brauche ich ja nicht darüber reden. Ja, ich glaube allein schon, dass man eine andere Sprache spricht, zu Deutsch und Englisch, bringt manchmal natürlich auch Vorteile, weil man halt auch im Beruf, zum Beispiel mit kroatischen, serbischen, bosnischen Kunden, die Sprache dann auch spricht und dann leichter einfach in Kontakt ist und die halt auch eine andere Vertrauensbasis zu einem, glaube ich, aufbauen. Das ist, glaube ich, schon so ein großer Vorteil. Vielfalt ist super, ist ein Wettbewerbsvorteil, bringt Farbe rein, bringt Spaß rein, bringt Geld in die Kasse. Ich glaube, ich kann nicht sagen, ich kann eine bestimmte Eigenschaft besser als jeder Deutsche. Die Dinge versuche möglich zu machen, improvisiere. Nee, auf keinen Fall. Sind Deutsche genauso wie Türken oder Araber oder sonst was. Entweder ist er gebildet oder er ist nicht gebildet. Ich habe schon noch deutsche Freunde, aber so, wenn ich jetzt überlegen müsste, wäre der Großteil schon eher Ausländer. Das ist 50-50. Beides, Deutsch, Türkisch, da gibt es keinen Unterschied, Mensch ist Mensch. Wer zu mir korrekt ist, zu dem bin ich korrekt. Eine gegenseitige Annäherung, das heißt weniger Abgrenzung. Die 40 Jahre zurückgehen und neu anfangen. Beide Seiten aufeinander zubewegen. Und es gibt auch kein Wir-Ihr. Es gibt auch kein Aufeinanderzugehen, das ist totaler Schwachsinn. Ich glaube, das ist eine Sache, wo beide Parteien, nenne ich sie jetzt mal, aufeinander einen Schritt weiter zugehen müssen. Und es gibt immer Unterschiede, aber man muss einfach miteinander leben können. Meiner Meinung nach nicht. Ich denke, mittlerweile gehört er sicher zu Deutschland. Deutschland ist ein christliches Land. Das ist meine Meinung. Und ich meine, natürlich gehört er ein Stück weit zu Deutschland, weil wir viele
vielen Bevölkerungsanteil haben, der mit islamischem Hintergrund ist. Aber ich glaube nicht, dass es zu der Tradition und zum deutschen Bild einfach, glaube ich nicht, dass, also meiner Meinung nach gehört der Islam nicht dazu. Die Muslime, die in Deutschland leben, zu Deutschland gehören und damit natürlich auch deren Religion. Ich hocke in meinem BMW.